Thank you. Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung, aber auch hoffentlich heute um 8 Uhr wieder. Nein, also 19 Uhr eurer Zeit, 8 Uhr meiner Zeit, also 20 Uhr hier in Helsinki. Aber gestern gab es wohl Probleme mit dem Upload, deshalb Apologies. Ich musste das Ganze so ein bisschen verschieben, ähm, weil die Bandbreite hier aufgrund des Schnees ein Problem ist deshalb aber trotzdem eine frisch gepresste Sendung heute. Heute aufgezeichnet etwas früher, nicht wieder auf den letzten Drücker für euch. In Deutschland ist es ja auch mit Schnee so ein Thema. Der Frankfurter Flughafen ähm, ja, erschließt den Flugbetrieb. Dann geht es weiter mit den Freunden der ITA äh, und der Übernahme durch Lufthansa. Die EU hat da Markttests noch nicht gemacht. Ähm, Never ending story. Wir haben dann weiter SAS, die fliegen nach Atlanta. Das ist ein Sky Team Hub. Eine der Änderungen, die sich durch die Änderung von Starlines zu Sky Team ergeben. Weiter geht es dann mit Hilton. Hilton hat ja die Möglichkeit, den Diamond Status zu verlängern. Ja, ohne dass man die Nächte hat. Ich erkläre euch, wie es geht. Und wir haben als letztes Thema Flying Blue. Die haben vierfach Meilen auf der Strecke von Europa nach ganz weit weg. Also quasi von Europa auf der Karte nach rechts Osten. Ich erkläre euch, wie es funktioniert. Ihr seid dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen und vor allem auch ganz ganz wichtig eure Kommentare. Und ich verspreche euch, die Kommentare beantworte ich immer wieder zeitnah und so schnell wie möglich, wie es geht. Und dann können wir auch mit dem ersten Thema hier schon direkt wieder frisch loslegen. Und zwar der Frankfurter Flughafen. Deutschland hat etwas Eisregen. Und damit wird der Frankfurter Flughafen dann geschlossen. Heißt also, der Frankfurter Flughafen hat keine Starts mehr gemacht, weil man die Enteisung des Flugzeugs nicht garantieren konnte. Aber dadurch, dass keine Flugzeuge weggehen, aber Flugzeuge landen, werden die Parkpositionen so ein bisschen knapp. Und damit hat man dann auch für ankommende Flieger den Flughafen geschlossen ab. Und zwar ab 15 Uhr. So ist es geplant. Wir haben jetzt 14.51 Uhr. Bin mal gespannt, ob das klappt. Auf jeden Fall ist es so, dass bei der Enteisung, das ja das Problem ist, dass bei dem Eisregen diese Enteisungsflüssigkeit nicht immer 100% dafür sorgt, dass das enteist werden kann. Also das heißt, dass die Flügel dann der Flugzeugrumpf, aber vor allem auch die ganzen Klappen und so weiter eisfrei sind, dass es da nicht zu Problemen kommt. Denn Eis, wenn er sich auf den Flügeln bildet, kann dazu sorgen, dass die Strömung abreißt. Heißt also, dass das dann nicht unbedingt optimal ist fürs Fliegen. Und ein anderes Thema ist natürlich mit Geschwindigkeit beim Start und so weiter. Also viele Probleme. Jetzt muss man natürlich gucken, was das heißt. Der Deutsche Wasserdienst in Offenbach hat für Teile von Hessen, Frankfurt ist ja Hessen, wie wir alle wissen, ähm, und weitere Regionen in Deutschland, wegen dieser extremen Glatteisgefahr eine. Höchste Unwetterwarnstufe herausgegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das wie so DEFCON äh, Red ist oder sowas wie im Militär, aber auf jeden Fall ist man beim deutschen Wetterdienst da etwas ähm, vorsichtig. Geplant waren 1047 Flüge heute, aber davon sind schon einige von der Fluggesellschaft selber gecancelt worden. Man hat die Flugpläne zusammengestrichen. Was natürlich durchaus verständlich ist. Ich hoffe, dass ihr heute durch den Tag relativ gut kommt, dass ihr da keine Schmerzen habt, dass ihr in der ähm, jetzigen Zeit da seid, wo ihr sicher seid. Aber ihr könnt ja schreiben, welche äh, Probleme ihr hattet. Auch der Münchner Flughafen hat wohl anscheinend da so ein bisschen Probleme. Da bin ich mal gespannt, was ihr so schreibt. Äh, freue mich auf eure WhatsApp-Nachrichten. Wer sich auch über Nachrichten freuen würde in der heutigen Zeit, das wäre die Lufthansa. Und zwar, wo man sagt, ähm, die ITER-Übernahme ist genehmigt. Aber die Europäische Union ist da etwas anderer Meinung. Man hat sich noch nicht mal die Vorschläge der Lufthansa angeguckt in der Form, dass man dort, und jetzt ist das der Fachbegriff, wartet, ich muss ihn vorlesen, ähm, man hat noch keinen Test durchgeführt und zwar keinen Markttest unterzogen. Heißt also, dass man dann guckt, wahrscheinlich, so stelle ich mir das in meinem jugendlichen Leichtsinn vor, ja, also wenn wir das und das machen, was wirkt sich dann wie auf, aus auf unsere äh, Preise, auf das Angebot und so weiter. Und das steht wohl aus. Und jetzt hat Reuters unter Berufung auf Insider gesagt, ähm, dass dies halt der Fall ist und dass damit natürlich die Phase 2, die dann doch wahrscheinlich kommt, vier Monate in Anspruch nehmen kann. Wir sind jetzt quasi im Januar, dann Februar. März, April, Mai, Ende Mai, Anfang Juni. Das wird eine Never-Ending-Story. Und ähm, natürlich gibt es so, dass man dort ähm, Zugeständnisse angeboten hat von der Lufthansa, heißt also von LINATE, ähm, da auch Slots abzugeben. Dann hat man auch Monopolstrecken, wo man die Wettbewerber ertüchtigen möchte, dass also da ein, ein, ein Wettbewerb entsteht. Und natürlich auch an der Intercon-Strategie soll es da ein bisschen Anpassungen geben die aber die Lufthansa nicht hinnehmen will. Also bin ich mal gespannt, was da passiert und wie das ist. Ich weiß ja eure Meinung, inwieweit die Freunde bei der Hansens ähm, sich vielleicht mit der ITER verheben. Ich bin mal gespannt. Also Etihad hat es ja nicht geschafft, aber lassen wir uns überraschen. Wir haben dann als nächstes Thema dann SAS. Und zwar die SAS. Die sind ähm, ein alter Starlines-Partner der Lufthansa, aber leider im Begriff, den Sittig zu machen und zu gehen. Ähm, sie waren erst im Chapter 11, ähm, besonders sind noch im Chapter 11 in dem äh, Insolvenzverfahren. Heißt also, dass man dort dann in den Vereinigten Staaten äh, da halt neue Partner dann sucht. Dann fliegt man halt nicht mehr zu Starlines-Hubs, sondern man fliegt zu ja, Delta Hubs und Delta Hub ist, ja, das ist Atlanta. Und man fliegt von Kopenhagen nach Atlanta am 17. Juni, weil macht ja auch Sinn, dass man da weiteren Coach hat. Und ähm, es ist aber trotzdem immer noch unklar, wie die ganze Transition, wie das so schön heißt, von Starlines zu ähm, Skyteam geht. Was heißt das für uns? Und da bin ich mal wirklich gespannt. Was da passiert, also die Pressemitteilung ist halt so: ich lese euch das vor, SK 929, SK 930, äh, Kopenhagen, Atlanta und zurück. Die fliegen dann um 13.10 Uhr hin, 19 Uhr zurück, äh, kommen dann an um 17.10 Uhr bzw. 10.20 Uhr wieder Abflug. Und ähm, dann gibt es ein, das sind 330, und dann gibt es noch eine Rotation mit dem 350er. Die fliegt dann ähm, fünfmal pro Woche, die andere fliegt täglich. Da könnt ihr auch gucken, die fliegt dann von der Uhrzeit um 13 Uhr ab und um 19.10 Uhr kommt sie dann an, schätze ich mal. Auf jeden Fall ist es so, dass man dann trotzdem äh, die Destination, die man in den USA hat, wahrscheinlich sich angucken wird, weil die Destinationen im Moment sind ja dann Atlanta, New York, Chicago, Boston, Washington, Los Angeles, San Francisco, Miami, aber auch Toronto in Nordamerika, Kanada, ja, Toronto mag ich. Und ähm, ich bin mal gespannt. Wann da wirklich alles auf den Tisch kommt, was die Änderungen sind, wann die Änderungen kommen und vor allem, was das ähm, heißt für uns als Eurobonus, Diamond oder Gold, was ihr halt seid. Ich bin mal ähm, so keck zu sagen, dass wir uns in einem Slot befinden von sechs bis zwölf Monaten, wo diese Änderungen passieren werden. Also insofern etwas, was ähm, unausweichlich ist. Was genauso unausweichlich ist, ist manchmal das Programm, dass man bei einem Hotel oder bei einer Fluggesellschaft den Status nicht requalifizieren kann, weil man sein Geschäftsmodell geändert hat, weil man bei einer anderen Firma arbeitet, weil man im Mutterschutz ist, weil man einfach nicht mehr so viel fliegt oder Hotelübernachtung braucht, wie man braucht. Und in 2017 war es so, dass es bei Hilton dieses Keep Shining gab. Also das heißt, dass man einmal in seiner ganzen Laufzeit, seiner ganzen Zeit, wo man die, äh, den Status, den Diamond-Status hat, einmal verlängern kann aufgrund einer dieser Gründe. Und man muss halt einige Sachen haben. Man muss den Status mindestens drei Jahre haben, 250 Nächte mindestens gemacht haben und man muss mehr als 500.000 Base-Punkte haben. Dann kann man... Da ein Jahr pausieren und kann dann ähm, den Status relativ einfach requalifizieren, und das ist in meinen Augen noch eine relativ coole Geschichte, ähm, wenn man das kann. Und dieses Keep Shining ist halt wirklich eine Once-in-the-Lifetime-Geschichte, also man kann es wirklich nur einmal pro Jahr machen. Äh, <laughs> einmal pro Jahr wäre geil, ne? einmal in seinem Leben machen. Und äh, da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist schon eine faire Geste und man kann dieses dann halt nehmen. Aber was das Problem ist, halt möglich, ähm, macht es nur, wenn er es wirklich braucht. Hier mein Hinweis wieder, wenn ihr natürlich eine amerikanische Kreditkarte von hinten nimmt, die Aspire, dann habt ihr den Status ohne was zu tun und könnt ihn nutzen und habt keinen Stress. Das nur so als äh, Randbemerkung. Und ähm, da muss man halt wirklich schauen. Aber 250 Nächte ist natürlich ein harter Schnack. Ich selber habe wesentlich mehr. Ich habe bei Starwood, ähm, jetzt mit Mary zusammen, habe ich das Zehnfache irgendwie 2500 Nächte. Äh, bei ähm, Hilton komme ich wahrscheinlich auch gerade so an 200 irgendwas Nächte ran, wenn ich ehrlich bin. Bei Hyatt habe ich wesentlich mehr wieder. Aber ähm, das liegt natürlich auch daran, weil ich da meinen Status äh, immer wieder verteidigt habe. Ich habe ja letztes Jahr über 80 gehabt, aber wenn wir jetzt einfach mal sagen 60 Nächte. Und ich habe seit 2008 meinen Diamond, am Anfang ging es dann noch mit 25 Nächten, dass man ihn verlängern konnte. Also damals hieß es ja noch Diamond, heißt es ja Globalist. Ähm, dann kann man ja selber ausrechnen: 2008, 5 Jahre sind 13, äh, sind 6 ähm, Jahre, sind also 16 Jahre, die ich den Status habe. Gehen wir dann im Durchschnitt davon aus, ich hätte den den, die 16 Jahre jedes Mal 30 Nächte gemacht oder lass uns 40 Nächte ausrechnen. 40 ist einfach vielleicht besser. Ähm, dann ja doch, dann komme ich ja auch über die 400, beziehungsweise sogar noch weiter als sieben. Aber da könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Ich habe übrigens auch heute keine Frage des Tages gemacht. Da könnt ihr einfach entscheiden, was die Frage des Tages ist, oder ihr gebt einfach die Antwort des Tages. Da bin ich mal auf eure Antworten gespannt. Jetzt um 12:22 Uhr in die Sendung gibt es natürlich auch noch mal einen Deal, so ein Deal. wer bei SkyTeam sammelt und schon bei ähm, Flying Blue ist, der kann vier Frame sammeln, wenn er nach Asien fliegt und zwar nach Japan. Und zwar nach Japan, wenn man bis zum 15. Januar ähm, Entschuldigung, bis zum 31. Januar gebucht hat. <laughs> das wäre geil. Nur ne? heute haben wir den 16. Buchst du bis zum 15. Also wer es zum 31. Januar bucht, also zwischen dem 15. und dem 31. kriegt vierfache Meilen für die Flüge. Heißt also für die Flüge ähm, äh, Tokio, Paris, Charles de gaulle Tokio, Paris, Charles de gaulle aber auch Amsterdam. Äh, heißt also Narita und Hanida. Ganz wichtig, dann Osaka und Paris, Charles de Gaulle und Amsterdam, Schiphol, Tokio, Haneda hat nur die Paris-Verbindung, also das heißt, da gibt es keine Amsterdam-Verbindung. Die gibt es und dann gibt es halt vierfache Punkte, die ihr bekommen könnt. Und ähm, wichtig ist, dass das Konto und ihr merkt das schon an der Routenführung in Asien ist. Also, das heißt, ihr müsstet dann halt eine japanische Adresse angeben, was ja problemlos möglich ist. Ihr wisst ja, Hotel und so weiter, aber ich habe das nie gesagt, und dann könnt ihr vierfache Punkte bekommen. Das ist ganz wichtig, ähm, finde ich eine coole Geschichte. Anscheinend ist Asien doch nicht so nachgefragt, wie man sich das vorstellt nach Europa. Und da muss man ein bisschen mit Meilen intervenieren. Ihr könnt ja mal schreiben, welche Strecke ihr gerne interveniert haben möchtet. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, meine Strecke wäre ganz klar Los Angeles. Da möchte ich mehr Meilen und Punkte und vor allem Status haben. Wir haben heute eine kurze Sendung gemacht, genauso wie ich morgen wahrscheinlich eine kurze Sendung mache, weil ich morgen auf dem Weg nach Dallas bin. Uh, werde da in der fin Air Business Class mich rumlümmeln an meinem Fensterplatz und ähm, ansonsten denkt dran, am 24. Februar, nein, Januar, 24. Januar in München Stammtisch und ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt und freuen uns, dass wir über viele Dinge sprechen können. Ich bin fertig mit meiner Sendung, ich werde es jetzt uploaden und mal gucken, wie lange das heute dauert. Ich hoffe, dass wir da wesentlich schneller sind als gestern. Denkt dran, kommentieren und ihr könnt entscheiden, welche Frage des Tages ist. Kanal abonnieren, Glocke, Like und so weiter, das kennt ihr auch schon. Und ähm, morgen eine schnelle Sendung, heute eine schnelle Sendung und ähm, Abspann für euch. Also danke, bis dann. Ciao. Oh warte hier ja.